Hallo meine Freunde und auch Herren anderen. Games Weekly vor der Sommerpause mit ein paar Spielen, mit ein paar News und mit einem schicken Talk. Bei den Spielen haben wir was, wo ihr mit Freunden zusammen schön abspritzen könnt. Wir haben ein Tierspiel mit Tierlisten. Dann haben wir noch ein Subway-Sandwich für 1800 Euro. Und wir haben 8000 Euro PC, den jemand geschenkt bekommen hat, der ihn eigentlich gar nicht gebraucht. Und im Talk habe ich den Jan wieder diese Woche dabei. Aber in dem Talk ist dummerweise was schiefgelaufen. Das werdet ihr dann später sehen. Nach dem Talk haben wir dann natürlich für euch Outro, Brudis und Schwestis, noch das Outro. Und danach gehe ich dann in den Urlaub. Da sind wir aber noch nicht, denn jetzt fangen wir nämlich erstmal an. Super Auto Pets, das ist dieses Tierspiel mit den Tierlisten, von dem ich im Intro erzählt habe. Super Auto Pets sieht optisch jetzt nicht so toll aus. Und wenn ihr das jetzt auf Steam oder iOS oder Android den Kram runterladet, merkt ihr auch, das Spiel ist auch nicht besonders groß. Aber es ist umsonst. Das Spiel hat auch einen kleinen Shop, da könnt ihr dann Cosmetics kaufen oder ihr könnt euch neue Sätze an Tieren kaufen. Gibt es so komplette Sets, aber das braucht ihr alles nicht. Also das Ding könnt ihr schon mal komplett umsonst spielen. Somit check, könnt ihr weiter zuhören. Ja, was ist das? Das ist ein sogenannter Autobattler. Autobattler, das sind so Dinge, ihr macht euch so ein, baut so ein Team auf von, ne, so mehrere Einheiten. Bei Super Autopads sind es insgesamt 5, die ihr da aufstellen könnt, oder waren es 6? Ja, egal, sind so einige, die links stehen. So, und ihr baut die dann hintereinander auf und das Spiel lebt halt davon, dass ihr die Synergien unter den Tieren dann nutzt, um euren Gegner zu schlagen. Und das funktioniert dann so, wenn, also ihr habt dann eure Tiere aufgestellt, habt die gekauft, habt die vielleicht gefüttert, weil noch irgend so ein Futter könnt ihr auch kaufen, um die Tiere zu buffen. Ja, und dann geht die Runde los. Man ist immer abwechselnd dran. Und insgesamt geht das Spiel bis 12 Runden. Nach Runde 12 ist Schluss. Oder wenn jemand 10 Pokale hat. Ihr bekommt immer einen Pokal, wenn ihr ein Spiel gewonnen habt. Wenn ihr ein Spiel verloren habt, dann verliert ihr Lebenspunkte. Ihr habt insgesamt 10 Lebenspunkte für 10 Rennen. 10 Runden meint der Mann natürlich. Ja, und das ist im Grunde genommen schon das ganze Spiel erklärt. Es gibt so ein, gut, ihr habt noch einen, es gibt den Arena-Modus. Wenn ihr das startet, dann werdet ihr immer wieder mit neuen Leuten gematcht. Ihr seht ja nicht, ihr seht immer nur den Teamnamen. Die Teamnamen gibt ihr euch ganz am Anfang des Spiels. Es sind ziemlich witzige Namen dabei mit so einem Auto-Generier-Ding. Ja, und wenn ihr dann die Arena, wie gesagt, durchgeschafft habt und habt dann 10 Pokale gewonnen, dann habt ihr das Spiel quasi geschafft und sagt, hurra, ihr habt halt 10 Pokale. Und dann könnte man meinen, ja gut, ich hab's jetzt einmal durchgespielt, muss ich nicht nochmal spielen. Aber weit gefehlt. Erstmal ist es arschschwer, 10 Pokale zu kriegen. Also ich habe, glaube ich, 3,5-4 Stunden gebraucht, bis ich das erste Mal hingekriegt habe. Ich bin halt alt und schlecht, ne? Aber ansonsten ist es so, wenn ihr halt ein Spiel verliert, ihr habt halt ein Match und verliert ganz am Anfang, dann verliert ihr nur ein Herz. Wenn ihr dann, keine Ahnung, in Runde 2 verliert, verliert ihr schon 3 Herzen, verliert ihr in Runde 3, verliert ihr 3 und so weiter und so fort. Ne? 2 Herzen, Runde 2 verlieren, 2 Herzen, Runde 3 verlieren, 3 Herzen, Runde 4 verlieren, 4 Herzen und so weiter und so fort. Wie gesagt, der ist wirklich, die Tücke ist da im Detail. Wenn man sich das optisch anschaut, das Spiel, das sieht halt nach nix aus. Habe ich auch dem Dominik gesagt, der mir das vorgestellt hat und meinte so, hey, musst du spielen? Ja, naja, gut, spiele ich mal eine Runde. Und damit geht das schon los bei diesen Spielen. Ihr spielt halt eine Runde. Ja, komm, eine noch. Und man will halt immer, man hat immer im Kopf so ein bestimmtes Bild, was man bauen will. Man hat zum Beispiel, da gibt es so einen Fasan. Und immer wenn der Fasan Schaden kriegt, dann bufft er sich selbst. Also er wird von jemand angeschubst und dann kriegt er automatisch, macht er dann nächstes Mal ein bisschen mehr Schaden und hat auch ein bisschen mehr Leben. Jedes Mal, wenn er dann wieder Schaden kriegt, kriegt er ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Leben. Und so könnt ihr euch dann vorstellen, dass ihr was weiß ich, ihr stellt den dann hinter jemanden, der immer nach hinten tritt und somit bufft er sich dann. Und das macht halt höllisch Spaß, sich so neue Builds auszudenken. Weil so super kompliziert ist es nicht. Und das Spiel schlägt einen dann immer so ein bisschen Schnippchen, wenn man denkt so, okay, jetzt brauche ich unbedingt das oder jenes. Und das kommt dann halt nicht. Umso besser, wenn es dann mal kommt, weil das sind die absoluten Highlights, wenn man es dann mal packt. Und jetzt, ihr habt 3 Wochen Zeit. 3 Wochen ist Pause von Games Weekly. Dann hoffe ich mal, wenn ich wiederkomme, werde ich in den Kommentaren lesen, dass ihr es auch alle durchgespielt habt. Aber jetzt mal genug von den Tierspielen mit den Tierlisten. Jetzt kommen wir zu einem anderen Spiel und zu einem, wo ihr schön mit einem Freund oder einer Freundin zusammen abspritzen könnt. Ja, ja, ganz genau. Bei diesen Temperaturen ist das doch super. Kommen wir zu dem Spiel, wo ihr mit Freunden richtig schön zusammen abspritzen könnt. Ja, ich werde es nicht müde, diesen verdammten Altherrenhumor zu zelebrieren. Es geht um den Powerwash Simulator. Ja, total lustig abspritzen. Ja, aber das tut ihr in dem Spiel. Ihr könnt in dem Spiel dreckige Dinger mit eurem Hochdruckreiniger richtig schön abspritzen. Und ich kann euch sagen, es gibt
fast nichts Befriedigendes als das. Ihr kommt dann halt dahin und seht dann halt so ein Haus, was halt total dreckig ist. Und dann schmeißt ihr euren Hochdruckreiniger an, draußen ist es total heiß, ja. Und dann macht ihr schön die breite Düse drauf, ja, weil ihr könnt die Düsen auch wechseln, so, ja. Und dann schaltet ihr ihn ein und so ganz genüsslich, so müsst halt entscheiden, ob man so langsam hochfährt und den Dreck wegspritzt oder so schnelle, kurze Bahn. Und es ist einfach irre, irre befriedigend. Wenn ihr euch den Titel auf Steam mal anschaut, das Ding hat über 20.000 Rezensionen, die alle äußerst positiv sind. Also Powerwash Simulator wird auf Steam momentan total gefeiert und natürlich habe ich es gesehen bei meinem Lieblings-YouTuber SkillUp, der hat ein Review dazu gemacht und ich dachte nur so, okay, die übliche Nummer halt. Ihr wisst ja alle, Simulatoren, man glaubt immer, man hat alles schon gesehen. Spätestens nach dem Steinsimulator oder I Am Bread habe ich gedacht, krasser kann es nicht mehr werden. Aber das ist jetzt mal ein Simulator. Beim ersten Gedanken denkt man so, ja, warum soll ich ein Spiel spielen, wo ich sauber machen soll? Niemand mag sauber machen. Moment. Was mögen wir denn nicht am sauber machen? Am sauber machen, das, was wirklich nervig ist, das ist ja so dieses Aufstehen, der körperliche Kram. Aber in diesem Fall ist es so, alles Blöde am sauber machen, wie die körperliche Anstrengung und der ganze Kram. Und man wird selbst auch so schmuddelig. Das habt ihr bei dem Spiel alles nicht. Ihr habt halt nur das Positive. Ihr seht was Dreckiges, geht hin, arbeitet da eine gute Stunde dran, ja. Und danach ist alles blitzeblank sauber. Und alles, was ihr dabei gemacht habt, ist, ihr habt euch zurückgelehnt, habt schön den Cursor in der Hand gehabt und habt so in schönen Bahnen die Dinge sauber gemacht. Ja, ich weiß, ich zelebriere das jetzt hier ein bisschen, aber es ist halt ein Prinzip, was funktioniert. Und das Geile daran ist, dass es halt auch einen Koop-Modus habt. Ihr könnt euch also den Kercher zusammenschnappen und könnt dann zusammen Häuser oder irgendwelche Geschichten da sauber machen. Es gibt auch ein Erfahrungspunktesystem, ihr kriegt immer irgendwelche Missionen, die müsst ihr dann durchführen, dafür gibt es dann wieder Geld. Für das Geld könnt ihr dann eure Geräte aufrüsten, wie gesagt, mit neuen Aufsätzen, neue Reinigungsmittel und so ein Kram. Für bestimmte Geschichten braucht ihr dann auch bestimmte Reinigungsmittel, bestimmte Tools, um das dann halt sauber zu kriegen. Ja, und neben den Missionen habt ihr im Spiel dann aber auch noch die Möglichkeit, gibt es halt so besondere Level, da geht es dann wirklich einfach nur darum, irgendwie dieses Haus zum Beispiel, so ein großes Haus, und das macht ihr dann halt komplett sauber. Und es sieht halt, ich meine, wenn ihr euch das anguckt, es sieht halt geil aus. Man hat halt diese Drecktexturen drauf und dann macht man die so langsam weg. Also ich habe da auch eine ganz besondere Beziehung zu, weil in jungen Jahren, als ich 16 war, in meiner allerersten Ausbildung als Fähr- und Entsorger auf der Kläranlage Ferl West, musste ich oft mit einem Hochdruckreiniger was sauber machen. Und lasst euch gesagt sein, wenn man das in der Gegend macht, ich sagte ja Kläranlage, und dann spritzt auch mal so Wasser hoch mit dem, ist nicht geil. Aerosole sind scheiße. Aber deswegen Powerwash Simulator. Ihr merkt, Super Autopads hängt bei mir noch so drinne. Powerwash Simulator, ich werde es mir holen. Ich werde es spielen. Ja, ich habe es noch nicht gespielt. Ich wollte euch aber davon erzählen, weil ich habe das SkillUp Review gesehen und dachte mir so, ey, das Ding feiere ich. Und ich denke mal, so einige von euch, wie ich euch so kenne, ja, da habt ihr bestimmt auch Bock drauf. Und mein Gott, jetzt was kostet das Ding? Ja gut, ein 20. Ein 20 kann man da auch mal für rauspumpen. Oder ihr wartet, bis mal wieder im Sale ist, setzt es auf die Wishlist und dann kann man es sich mal vielleicht günstig schießen. So, das auf jeden Fall zu den beiden Spielen dieser Woche. Damit haben wir die Spielethemen durch. Die Spielethemen. Und jetzt sage ich euch mal, wie ein Subway-Sandwich mal so schmucke $1,800 kosten kann. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, meine Güte, das muss ich unbedingt in Games Weekly verbraten. Folgende Story. Mädel aus Kanada fliegt nach Amerika und denkt sich so, in Kanada, ja, hat Hunger, gehe ich doch nochmal eben zum Subway. Sie geht zum Subway und holt sich so ein schönes, schicken Salat-Sandwich. Keine Ahnung, wie die da heißen. Jedenfalls es wird später noch wichtig, war Hühnchen und Salat drauf. Und sie geht dann, checkt ein, sitzt im Flieger, mümmelt schon mal so ein bisschen an ihrem Subway-Sandwich. War wohl nicht so toll, weil sie hat ein bisschen was liegen gelassen. Hast du eingebacken gedacht, ne? Ist ja ein ordentliches Mädchen. Okay, wenn ich nachher ankomme, nehme ich wieder mit, esse ich dann in Amerika. Ja, kommt in Amerika an, kommt zum Zoll. Und dann fragen sie, na, haben sie was zu deklarieren? Und dann muss man auch diesen Zettel abgeben, wo man immer so Boxen checken muss, führt man hier was ein oder nicht. Ja, hat sie nicht gemacht. Und am Zoll haben sie dann das Subway-Sandwich gefunden. Und dann hat der Zollbeamte gesagt, ja,
das macht jetzt $1,800. Und sie so, wieso? Und er so, ja, hier ist doch diese Liste, haben sie nicht abgehakt. Da steht nämlich, führen sie Hühnerfleisch ein oder Salat oder sowas. Und das hat sie beides, hat sie keinen Haken gemacht. So, und deswegen zahlt dieses junge Mädel jetzt, keine Ahnung, ich habe das so ein TikTok-Video war das, wo sie diese Geschichte erzählt hat, die wird keine 20 sein. Die muss jetzt $1,800 bezahlen, weil sie das nicht gemacht hat. Also, liebe Leute, ne? Jetzt gehen ja die Sommerferien los. Vielleicht fahrt ihr auch in Urlaub. Mein Tipp an euch zum Geld sparen: Wenn ihr Hunger bekommt und ihr müsst unbedingt noch beim Subway oder sonst wo irgendwo was zu essen holen, entweder ihr futtert den Kram auf oder ihr lasst es im Flugzeug liegen. Denkt dran, wenn ihr ankommt und ihr habt es noch im Gepäck, dann kann das richtig teuer werden. Und die Kohle würde euch dann eventuell fehlen, wenn ihr euch zum Beispiel einen Gaming-PC baut. Für 8.000 € oder sowas. Weil ihr werdet den wahrscheinlich bezahlen müssen, weil nicht so wie Drake. Der hat den nämlich geschenkt bekommen. Was eine super Überleitung. Da kommen wir nämlich jetzt hin. 8.000 € Gaming-PC geschenkt. Ich habe schon wieder Euro gesagt. Dollar. Also dieser Newsblog ist so ein bisschen so die übliche Geschichte von Leute, die eine Menge Kohle haben, kriegen den ganzen Kram noch so richtig schön hinten in den Arsch gesteckt, so, weil, ne, da ist schon viel Geld da, die kriegen dann meistens alles umsonst. So auch in diesem Fall. Hier geht's um Exposed und Drake. Exposed ist ein E-Sportler und der war mal so unterwegs und hat gedacht, ich hol mir mal einen neuen Gaming-PC. Und da ich schon mal hier da bin, hole ich meinem Kumpel, dem Drake, auch einen Gaming-PC. Weil als ich das letzte Mal gemacht habe, da hat das nicht so gut geklappt. Da wollte er nämlich bei Best Buy einen Gaming-PC holen, weil alles andere hat nicht so geklappt. Und dann hatte Drake von ihm wohl so einen Best Buy Gaming-PC. Aber um den geht's nicht. Jedenfalls, der Exposed ist jetzt in den Laden gegangen. Und zwar, den Laden kann ich euch auch sagen, wie der heißt, weil der Laden hat sich nämlich später dann nochmal gemeldet. Und zwar ist das Parado Customs. Die machen so PCs. Jedenfalls ist der Exposed da reingegangen und gesagt, ich hätte gerne einen PC. Und den müssen wir jetzt schnell zusammendengeln für meinen Kumpel Drake, den Rapper. Den bringe ich den nämlich mit. Und haben sie ihn zusammengestellt. Ich sage jetzt immer $8,000, weil das ist die Headline von der News. Weil letztendlich hat der PC nicht $8,000 gekostet, sondern, setze ich mal kurz mal die Brille auf, Sekunde, der hat gekostet, SUB Total, nach Steuern und Shipping, hat das Ding gekostet $6,445. Ja, und das sind, soweit ich weiß, auch kanadische Dollar. Egal, jedenfalls ein schweineteurer PC. Wenn ich euch mal die Bilder zeige, der PC sieht, naja, die Geschmäcker sind verschieden. Ich persönlich finde ihn jetzt nicht so geil, weiß es immer problematisch und der sieht irgendwie schon so ein bisschen leicht angeranzt aus. Naja, das bin nur ich, ist vielleicht auch das Licht. Lange Rede, kurzer Sinn. Warum erzähle ich das jetzt? Weil, hab das heute gesehen, das Internet geht halt total steil. Ey, warum kriegt denn jetzt der Drake einen PC? Ich meine, gut, Drake hat vor ewigen Zeiten, glaube ich, mal Fortnite gespielt, aber eigentlich ist er Musiker. Und was er jetzt macht, und deswegen ist eigentlich so diese ganze Geschichte noch viel absurder, weil man könnte ja meinen, gut, wenn sein Kumpel ihm jetzt einen coolen Gaming-PC kauft, dann kann er da auch was Geiles mitmachen und kann man auch mal ein bisschen spielen. Das Problem ist, Drake wird den Gaming-PC wahrscheinlich nur benutzen, um im Browser irgendwelche Glücksspielgeschichten zu machen. Denn, lass mal gucken, der arbeitet nämlich jetzt mit einer Company zusammen. Der hat nämlich einen Partnership-Deal gemacht mit einer Company namens Stake. Und was Stake macht, die machen nichts anderes als so Glücksspielkram im Browser. Ja, und das macht der Drake dann jetzt halt auch, ne? Der macht dann das. Und der kriegt dann auch noch seinen PC dafür geschenkt. Für verdammte Geschichten im Browser. Finde ich total zum Kotzen. Aber hey, sei ihm gegönnt. Ich dachte nur, wenn ich mich so drüber aufrege, könnt ihr euch auch ein bisschen drüber aufregen. Dann nehme ich den ganzen Kram nämlich nicht mit in den Urlaub, den ich jetzt bald habe. Und was haben wir jetzt als nächstes für euch? Als nächstes, wir hatten den Powerwash. Wir haben super Autopads, nicht vergessen, müsst ihr spielen. Wir haben nämlich den Jan, der nämlich mit den Hufen schart. Und ich werde euch jetzt gleich den Talk präsentieren, wo Jan und ich so ein bisschen über die letzte Woche reden, ein bisschen über das, was alles noch kommt. Also wird auf jeden Fall spannend. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, lege ich euch mal so ein paar andere optische Leckerchen drunter. Lasst euch überraschen, sind Geschichten, die wir so in den letzten Wochen und Monaten getestet haben. In diesem Sinne, wir hören uns am Ende nochmal im Outro. Kleiner Spoiler vorweg, vorm Outro gibt es schon ein kleines Zwischenoutro. Da ist nämlich der Jan noch mit dabei. Lasst euch überraschen, wir hören uns später im Outro. Bis denn. So, meine Freunde, willkommen zum Talk. Jan, hallo, schön, dass du da bist. Kurz, um alle abzuholen. Das wird jetzt so ein richtiger Udet ist nächste Woche nicht mehr da, Talk. Wir haben nicht das große Thema, wir werden so ein bisschen über die letzte Woche reden, was so los war, war ja einiges.
und ja, was ihr so in den kommenden Wochen erwarten könnt. Also haben wir quasi den Talk, was so los war, ne? Kein direktes Thema. Dann haben wir so das Outro vorm Outro und dann kommt noch das Outro. Ne? Jan, ist das so? Klingt vernünftig. Klingt irgendwie so, als hätten wir kein Thema gefunden. Das stimmt nicht. Wir haben eine unendlich große Liste mit mindestens 5 Themen, die wir noch machen wollen. So, und jetzt, aber, ja, jetzt wissen auch alle, wie man unendlich definiert. 5 ist unendlich. Und geil, wieder was gelernt. Somit haben wir unsere allererste Aufgabe, Jan, schon erledigt. Wir haben den Leuten wieder was beigebracht. Großartig. Bildungsauftrag erfüllt. Was hat dich denn letzte Woche eigentlich so am meisten berührt? Aber nur im Games-Universum. Ich wollte gerade mein Herz ausschütten, aber gut, dann bleiben wir im Games-Universum. Ich nehme tatsächlich deine Steilvorlage, die du mir eben noch gegeben hast, und klaue damit alle Themen, die wir haben. Quasi 5. Ubisoft hat aktuell ein großes Ziel. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ubisoft möchte EA werden und damit zur unbeliebtesten Gaming-Firma generell aufsteigen. Sie machen ja eine Menge dafür. Jetzt zuletzt hat man ja erklärt, dass man viele Games pullen möchte, die Server runterfährt von manchen Sachen, dass du die nicht mehr dann wirklich spielen kannst. Am Anfang, ich glaube, sie sind mittlerweile ja ein bisschen zurückgerudert, hieß es ja sogar so, yo, wir nehmen euch euer Steam-Spiel sogar weg und das könnt ihr dann, ihr könnt es noch kaufen im Safe mit 75% Rabatt, könnt es aber dann ein paar Wochen später halt nicht mehr spielen, weil es weg. Ja, und das haben sie ja definitiv gesagt und sie haben dann ja noch zurückgerudert, nee, ihr könnt eure Spiele weiterhin spielen, obwohl sie vorher ganz genau gesagt haben, das könnt ihr nicht, und Entschuldigung, dass ich so reingerätsche, weil das perfide daran ist ja wirklich so dieses, was du gemeint hast, sie nehmen die Spiele aus dem Steam-Store raus, aber bis einen Tag, bevor sie die rausnehmen, die sind ja noch nicht raus, werden die Spiele noch verkauft. Das heißt, nach der alten Regel, oder wenn das so ist, wie sie es eigentlich geplant haben, kann es passieren, du kaufst ein altes Assassin's Creed, kommst nicht dazu zu spielen, willst es am nächsten Tag spielen, geht nicht mehr, weil ist nicht mehr im Store und Ubisoft hat halt gesagt, ist nicht mehr. Und das gab ja auch zig Steilvorlagen dann für, okay, müssen wir jetzt wieder Spiele, Pirating für Game Preservation und so weiter und so fort. Ja, das fand ich ganz witzig. Ich hatte das ja bei deinem liebsten Streamer gesehen, oder YouTuber bei SkillUp, bei Twitter, der halt sich auch halt darüber ausgelassen hat und hat dann quasi dazu aufgerufen, dass man doch, wenn Ubisoft so agiert, auch manche Spiele einfach piratisieren sollte. Und hat dazu dann aber ein Bild genommen, halt von wegen hier Pirates Live, bla bla, von Skull and Bones, was ja auch jetzt gezeigt wurde. War das diese Woche Thema, Skull and Bones? Ja, war diese Woche. Können wir diese Woche? Oh, da können wir darüber gleich drüber reden. Ja, aber egal. Und hat dann halt quasi Ubisoft so ein bisschen den Bumerang ins Gesicht geworfen. Ja, was war das nochmal? Be a Pirate. Es ist ja so der Marketing-Slogan. Sei ein Pirat. Mhm. Und das auf die Software bezogen. Ich meine, das haben ja alle aufgegriffen, das Thema. Selbst hier ganz großer kanadischer YouTuber, den ich öfters mal zitiere, Some Ordinary Gamer, hat direkt an dem Tag dann auch irgendwie, sein Topic war, muss man jetzt Raubkopierer werden, damit Spiele weiterhin, ne, für Game Preservation, damit die historisch halt, wie übersetzt man Game Preservation? Gar nicht, ne? Okay, gar nicht. Also ich hoffe, ihr wisst alle, was Game Preservation heißt. Ansonsten, ne? Kann man nicht übersetzen, ihr werdet es nie erfahren. Ihr müsst Englisch lernen, weil das ist etwas, was man nicht übersetzen kann. So wie man Schadenfreude nicht ins Englisch übersetzen kann. Nein, Pitiful Joy gilt nicht. Aber warte, du hast bestimmt auch gerade ein super Thema, was du anregen wolltest, aber ich würde gerne direkt von diesem Ubisoft-Shit. Ich bin aber noch bei Ubisoft, weil eine Sache will ich unbedingt noch bei Ubisoft lernen, weil du hast so in einem Nebensatz, hast du Skull and Bones erwähnt und da reden wir jetzt ja nur über ein Spiel, was 2018 auf der E3 gespielt war und ich will jetzt nochmal SkillUp aufgreifen, weil das hat er ja auch noch erwähnt und das fand ich überhaupt die totale Lachnummer, nämlich, dass die... Jetzt Vorsicht, der alte Mann ist kurz davor, einen Hänger zu haben, aber er fängt sich wieder, denn dass sie halt eine Version gezeigt haben in diesem Trailer, wo SkillUp meinte, ja, die habe ich doch 218 schon gespielt. Und das ist halt für einen Titel, der sich jetzt so weit verzögert hat, ne? Echt brutal. Wird nur noch geschlagen durch den Trailer von Gollum, der sich ja auch ewig verzögert hat und aussieht wie ein PlayStation 3-Spiel. Aber jetzt du, Jan. Entschuldigung. Ey, lass halt gerne bei Skull and Bones, dann bleiben auch, also ganz ehrlich, wir haben letzte Woche noch über Red Flags geredet
Und was und dieses Spiel hackt bei mir alles ab. Was ich da gesehen habe, das ist so ein typisches Ubisoft Open World, bla, Grindfest, mach dein Ding und dann sieht es nicht mal geil aus. So, es gab so zwei, drei Orte, die ich im Trailer gesehen habe, wo ich sagte, oh ja, cool. Aber das so gefühlt, was bisher gesagt wurde, gezeigt wurde, bietet das Spiel dir gefühlt gar nichts. Auch vor allem nichts Neues. Und als ich dann diese Merchant-Stände da wieder gesehen habe, wo halt dann irgendwie so ein random NPC in seinem random Kasten steht und verkauft dir random Shit für random Währung. Alter. Und das Geile ist halt, so mit ganz vielen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, auch so gerade im Freundeskreis, war so, boah, das sieht voll nach einem Rohrkrepierer aus. Das Geile ist, das Ganze führt jetzt, hat jetzt dazu geführt, dass wir jetzt wieder alle Sea of Thieves anfangen, weil wir gerne eigentlich Pirat sein wollen und segeln wollen. Aber das, was uns da gezeigt wurde, war halt so, ja, das machen wir schön alleine. Und das ist so. Ihr habt wieder angefangen, Sea of Thieves zu spielen? Weil ja. Ich frage mich immer, also das Thema Pirat ist für mich nur als Pastafarien interessant, ne? Weil ne, Pastafarien ist ja diese Glaubensrichtung, wo man Nudelsieb auf dem Kopf hat. Und man betet ja das fliegende Spaghetti-Monster an und die Glaubensrichtung sagt ja, also wo man sich anhalten muss, ist immer, was würde ein Pirat tun? Das ist meine einzige Anbindung ans Piratsein. Ich fand's immer total unsexy, alle Piratenspiele, bis auf Pirates, das ganz alte Pirates, das fand ich cool. Aber mhm. Nach Pirates gab's für mich kein Piratenspiel mehr, wo ich gedacht habe, nicht Skull and Bones und das andere, was du eben meintest, jetzt habe ich den Namen vergessen, Sea of Thieves. Das Segeln fand ich halt ganz spaßig, wenn du zu zweit auf einem Schiff warst. Vor Jahren habe ich das immer mit Achim gespielt, aber ey, ich verstehe die Faszination nicht von Piratenspielen. Sorry. Also es ist halt generell die Faszination, weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Sea of Thieves ist halt so ein, dieses Wort, Sea of Thieves, ist halt so ein Mehrspieler-Ding für mich. Alleine spiele ich es nicht, aber so ab zwei Leuten mit deinem Schiff, was du schon sagst, ist super cool. Und wenn du halt dann deine eigenen Dinge da machst, also keine Ahnung, du hast aber irgendeinen Bekloppten dabei, der einfach gar nicht mitmacht, sondern einfach nur Musik spielt oder sowas. Oder irgendwelche ganz merkwürdigen Dinge macht. Grüße gehen übrigens aus an Sand von Microsoft. Mit dem habe ich Sea of Thieves gespielt. Danach brauchte ich erstmal eine Woche Urlaub. Okay. So. Und dann hast du aber halt auch deine Seeschlachten. Und dann unterwegs läufst du rum und suchst dann halt, vielleicht machst du eine Schatzsuche. Und dann läufst du auf deiner Karte rum. Und ich liebe das immer, wenn ich dann irgendwie da stehe und dann lese ich das und dann musst du das und jenes machen. Bla, bla, bla. Und dann hole ich meinen Kompass raus und guck, wo Norden ist oder so. Und da steht ein Kumpel vor mir und hält mir die Karte ins Gesicht. So, hier, da musst du hin. Und ich so, ja, ich weiß, ich hab die Karte. Ja, hier. Und dann holt er seinen Affen raus, seine Klampfe und macht wieder Musik. Und ich so, und tatsächlich ist Sea of Thieves das einzige Spiel in meinem Leben, wo ich jetzt geschafft habe, ungelogen, ich glaube 12 oder 13 Stunden am Stück zu spielen, ohne zu essen und ohne es zu merken. Ich habe morgens irgendwann mit meinem Cousin angefangen und guckte mal auf die Uhr und war so, warum ist das dunkel? Fuck. Es war wild. Und ja, ich liebe es einfach. Und das, ich weiß jetzt schon, habe ich nicht gespielt, aber zu 99% bin ich mir sicher, dass Skull and Bones das nicht liefern wird. Zumindest das, was sich viele Fans erhoffen. Und ja. Ich würde jetzt ja gerne kontrovers mit dir diskutieren, Jan, aber dummerweise kann ich dir da nicht widersprechen. Also es ist halt, das Ding ist ein einziges Red Flag. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal Gollum reinwerfen, weil ich finde, hast du den Trailer gesehen? Das ist eine verdammte Frechheit. Ich meine, was zur Hölle? Das sieht scheiße aus, ist total irgendwie kaum Details, super verwaschene Texturen. Und das, was man sieht, was du machst, ist halt schleichen, Leute ablenken hier. Sieht alles fucking stinklangweilig aus. Also, Ja, ich möchte nicht böse Worte verlieren, weil sind immer noch Kollegen aus Hamburg quasi. Aber, ja, mal gucken. Wenn etwas scheiße ist, dann muss man das auch sagen dürfen. Und liebe Leute, nehmt's nicht persönlich. Ihr müsst das ja nicht auf euch beziehen. Ihr seid ja immer noch nette Bekannte und Kollegen. Aber wenn ihr nun mal an was arbeitet, was eher suboptimal ist, dann muss das auch benannt werden. Verdammte Hacke. Apropos suboptimal und scheiße, wir sollten auch noch über GameStop vielleicht reden. Über GameStop, das weiß ich nicht, aber mein suboptimal und scheiße nach deinem suboptimal und scheiße wird die 10 sein. 10 ist... Ja, okay, fang du mal an, ich erklär's danach. Ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast mit GameStop. War das GameStop irgendwann nicht so die geilste Ruf hat, wissen wir, Skandale und peinliche Aktionen. Da sind sie ein bisschen wie Ubisoft, das können die einfach.
Und ich meine, GameStop ist ja auch so ein bisschen so Meme geworden, wenn du Spiele verkaufen willst, von wegen, hier ist meine PS5 und die drei aktuellsten Spiele und GameStop so, hier hast du 1,30 €, kauf dir ein Eis. Ja, und die haben wohl, das habe ich wiederum nicht mitbekommen, wurden sehr viele Mitarbeiter entlassen in den letzten Wochen, Monaten. Ich meine, ne, kennt man. Nur damit sie diese Woche sagten, ey, unser NFT-Markt ist da, hier, geil, könnt ihr NFTs kaufen, traden, bla. Und die Leute so, bitte? Ihr habt Leute entlassen wegen Geld sparen und kommt jetzt mit so einem scheiß NFT-Markt um die Ecke, weil ich meine, dieses Thema ist halt immer noch heiß und eigentlich ja schon mittlerweile begraben, dachte ich, aber wir machen offenbar weiter. Und Reddit hat jetzt ja auch angefangen damit, finde ich auch toll. Und ja, GameStop ist halt wieder so jetzt, ja, weil was ist eigentlich los mit euch? Also ich warte ja immer noch darauf, dass irgendeiner dieser NFT-Leute wirklich mal Gamern erklärt, was jetzt wirklich das Geile an Web 3.0 ist. Also was für Spieler wirklich der Mehrwert im Gaming, und ich will hier nichts hören, ja, du kannst Geld verdienen. Nee, was der spielerische Mehrwert ist, weil da ist keiner. Und also diese ganze Nummer, Entschuldigung, die ist durch. Dieses NFT, es gab diese Woche auch so einen spanischen Spieleentwickler, der war auf so einer, das war so eine Messe oder so, ich weiß gar nicht, was das war. Der sollte jedenfalls einen Vortrag machen, das war auch diese Woche, zur Zukunft, The Future of Gaming. Ist auch so ein Titel, den man auf jeder irgendwie, wenn irgendwo eine Games-Messe oder was weiß ich ist, und da sind Entwickler, irgendeiner hat immer die Präsentation The Future of Gaming. Ja. Jedenfalls fing der an und stand da The Future of Gaming, und er so, okay, also auf Spanisch halt. Der Titel ist The Future of Gaming, aber darum geht's gar nicht. Und dann siehst du, wie es durchgestrichen wurde. Der Titel meiner Präsentation ist, warum NFTs für den Gaming-Markt scheiße sind. Und hat dann die, Ah, das habe ich sogar genau, hat die mitbekommen. komplett auseinandergepflückt. Der Veranstalter, also du hast eine Reaktion des Publikums gesehen, es war halt vor Ort, die Leute, also er war zugeschaltet, und es gab halt ein Publikum, was du gesehen hast, alle waren am Klatschen. Der Veranstalter hat das also auch nicht unterbrochen, wie denn auch, weil er hat die Präsentation ja vorher bekommen, also war okay. Aber was sich rausstellte im Nachhinein, die ganzen NFT-Brudis, die da am Start waren, die waren halt stinksauer und haben sich halt super beschwert, haben versucht, zwischendurch das zu unterbrechen und so. Also, das sagt eigentlich alles. Ne? Also, Ja, war auch irgendein Sponsor involviert, der auch mega angepisst genau, war genau. deswegen, weil der ja, da war ja Geld geflossen ist und dann haben sie, wurde halt quasi so von hinten erdolcht. Ja, finde ich gut. Ich meine, das ist, ich bin da voll bei dir. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe dieses, klar, ich setze mir auch gern so einen rauchenden Affen irgendwie dahin und sowas. Aber was habe ich, das ist dieses, das ist jetzt meins. Was ist, was, hä? So, was soll das? Und das, was Robert letzte Woche auch schon sagte, ist so dieses, dass die dann irgendwie Ubisoft, schon wieder Ubisoft, ne, um die Ecke kommt und sagt, oder generell Entwickler, ja, wenn ihr das in dem einen Spiel kauft, dann habt ihr es auch in dem anderen Spiel und sowas, könnt ihr mitnehmen. Und die Entwickler so, nein. Ist nicht. So, und dieser ganze Quatsch dahinter, das ist einfach so ein Pyramidensystem, wo er reich werden will. Weiß ich nicht, Schneeballsystem, ich find's affig, ich verstehe es auch nicht. Aber Du ein müßiges und leidiges da Thema. hattest ja eben verwirrt geguckt, als ich gesagt habe, there are 10, sie sind eine 10. EA hat auch diese Woche, das EA Social Team hat einen Tweet rausgehauen, und da gibt es ja dieses, ich muss es nicht erklären, ist ja jedenfalls ein Internet-Meme, das geht immer los, there are 10, immer, es sind eine 10, aber dann kommt irgendwas dahinter und dann machst du was. Und das Social Media Team hat dann irgendwie geschrieben, muss ich jetzt nochmal, haben halt geschrieben, there are 10, they only like playing Singleplayer Games. But they only. Im Grunde genommen muss man es gar nicht verstehen, was EA da versucht hat, irgendwie cool zu sein mit dem Internet-Meme, und hat sich irgendwie voll aufs Maul gesetzt, weil EA macht sich im Grunde genommen da lustig über Singleplayer-Spiele, weil Singleplayer-Games nicht so geil sind. Ist ein bisschen komisch, weil irgendwie EA macht ja Singleplayer-Spiele. Und die Reaktion auf dieses Meme war halt auch, beziehungsweise auf den Tweet war halt auch dementsprechend, selbst Entwickler die bei EA arbeiten, von Respawn war, glaube ich, auch jemand dabei, der Studioleiter, die sich dann halt gesagt haben, so, ey, ja, Zappella. genau, so, hallo, was ist denn mit euch los? Dann hat Yong Yeah, hat, glaube ich, geschrieben, hat vier Bilder gemacht, so, von EA Multiplayer-Spielen. Ich sag nur, Anthem, ne? So, weil das ist halt
das, was EA nicht kann. Wir wollen gar nicht über Battlefield reden. Und in Battlefield wurde jetzt gerade angekündigt, will EA den Singleplayer, die Singleplayer-Kampagne soll wieder kommen. Dann gibt's ein neues Star Wars-Spiel, was von EA kommt, Singleplayer. So, da fragt man sich, was sind das für Leute? Und dann haben sie dann nachher noch probiert, von wegen, hey, der Roast well deserved, so, ja, habt recht, ne, war nicht so gut, und haben es dadurch noch schlimmer gemacht. Das war so der Cringe-Moment der Woche für mich, was EA da abgezogen hat. Man muss fairerweise sagen, das losgelöst von unserem Thema, aber man muss fairerweise sagen, das war schon vor 2 Wochen, das ist schon ein bisschen älter. Es hat aber noch ein Nachspiel diese Woche gehabt. Ja, ich finde es auch wirklich berechtigt. Ich suche gerade noch, ich hatte ja auch mit Kollegen schon drüber gesprochen, nämlich dann währenddessen. Die haben ja auch wirklich so die ganze Branche gegen sich aufgebracht damit. Also so hier der Chef von, jetzt muss ich wieder lügen, Santa Monica. Das sind die Dings machen, oder nicht? God of War? Santa Monica ist God of War, ja. Genau, ja, Cory Barlog zumindest, das heißt er, hat auch darauf reagiert. Viele Gaming-Journalisten waren so, keine Ahnung, Jason Schreier zum Beispiel war so, what the fuck is happening? Was ich auch bemerkenswert fand in dem Zusammenhang, ich gucke gleich nochmal ganz schnell weiter, aber was ich cool fand, ich weiß den Namen leider nicht mehr genau, wie der Typ heißt, da hat der Präsident oder Vizepräsident bei Disney für die Vermarktung der Marken für Online, für Games, sprich, der Mann ist unter anderem dafür verantwortlich, dass Electronic Arts Fallen Order publishen durfte, hat auch kommentiert, so einfach nur mit so einem Facepalm, von wegen so, Leute, was ist das euer Ernst? Ihr habt Fallen Order, was super gut ankam und eingeschlagen ist, und dann kommt ihr mit unserer Marke jetzt um die Ecke quasi und sagt halt, ja, Singleplayer sind eigentlich nicht so geil, weil, hey, auf der Skala von 1 bis 10 sind die Leute zwar eine 10, aber sie mögen leider nur Singleplayer. Es ist so. Wieso? Nicht so geil gelaufen. Nicht so geil gelaufen. Da, jetzt habe ich's. So, wenn ich alles andere ein bisschen durchgescrollt und wer alles so am Spotten war. Zum Beispiel einer der ersten, natürlich Devolver Digital als Publisher, die halt eigentlich ja fast nur Singleplayer-Gefühl rausbringen, mit so kleinen Ausnahmen. Annapurna Interactive, dann halt der Respawn-Chef, was du schon sagtest, Sapella, der halt auch so mit Titanfall zum Beispiel halt auch irgendwie so war. Es war zwar nicht ein reines Singleplayer, aber halt großer Part davon. War auch so. Was ist so fake? Cory Barlog, die Journalisten. Ja, aber diese Nummer, ne, das ist ja bei EA seit Jahren. Guck mal, eben hatten wir diesen Spruch, the future of gaming. Es gibt, weißt du, so ein paar Schlagwörter in der Branche. Wenn du Leute hörst, die das sagen, dann weißt du direkt, okay, weghören, das ist ein Schaumschläger. Leute, die anfangen mit, the future is gaming. Oder wenn du Sprüche hörst wie, oh, Singleplayer ist tot. Oder Multiplayer ist die Zukunft. Das ist alles, ich meine, und das hörst du teilweise von den, wie nennt man sie schon, den Veteranen, den Dinosauriern der Spielebranche. Die glauben, ja, das ist jetzt ein Trend, der wird alles andere vernichten. Also wenn ich eins in 30 Jahren oder sagen wir mal 40 Jahren als Spieler und irgendwie über 25 Jahren in der Branche gelernt habe, dann ist es das, es gibt immer wieder irgendwelche geilen neuen Überraschungen. Wenn du glaubst, Singleplayer ist tot, dann kommt irgendein Titel daher aus irgendeinem Indie-Studio, wo du weißt so, Alter, es wird immer einen Platz für Singleplayer-Spiele geben. So wie in dieser Folge, ich habe über Super Autopets geredet. Ein Singleplayer-Spiel, was mich irgendwie, deswegen sehe ich so verpennt aus, weil ich bis 2 Uhr morgens gespielt habe. Fucking Singleplayer. Aber es ist ja auch klar, warum Entwickler drauf sind, komm, wir wollen nur noch Multiplayer, weil so eine Singleplayer-Kampagne zu programmieren und zu machen, ist natürlich wesentlich kostenintensiver. Ne? Ja, und ist ja auch meistens so ein Run and Gun, ne? Also du spielst es halt durch, vielleicht noch ein zweites Mal, aber dann ist das Thema ja auch dann meistens gegessen und die generieren dadurch halt einmalig Einnahmen. Wenn du halt so ein Live-Service-Ding hast, was halt durchgeht, läuft, zum Beispiel, keine Ahnung, Genshin Impact oder halt andere Multiplayer-Spiele wie bei Epic Games jetzt, Fortnite oder so, das ist halt eine durchgehende Geldquelle und wenn du dann auch noch relativ wenig Entwicklungskosten hast, weil das Spiel halt einfach an sich auch so läuft, ohne dein Zutun, ja, ist natürlich für die geiler, für die Gamer dann manchmal halt nicht. Ja, aber Red Dead Online. Ja, aber das zeigt mal wieder ganz genau, dass das irgendwie große Spielen-Companies, so wenn du früher, wir haben ja in den letzten Jahren haben wir ja alle erlebt, wie unsere großen Helden alle der Reihe nach weggestorben sind. Ne? Man hat mal Blizzard geil gefunden, interessiert nicht mehr. Man hat CD Projekt Red toll gefunden, auch nicht. Alle enttäuschen nicht irgendwann. Dann Square Enix dachte man auch super, dann kam dieses NFT-Ding. Im Grunde genommen, die neuen Stars sind eigentlich immer die Indie-Entwickler, die noch immer so ein bisschen Leidenschaft haben, die das Ganze eben machen, weil sie halt ein cooles
Spiel machen wollen. Alle anderen, wie die großen Publisher und so, da geht's nicht mehr darum, ein cooles Spiel zu machen, sondern es geht darum, ein Produkt auf den Markt zu hauen, mit dem man möglichst viel Gewinn macht und möglichst hohe Margen hat. Das heißt, wenig investieren, viel rausholen. Und ich fand, das ging so um die Jahrtausendwende, ging das so richtig krass los. Das war so meine letzte Zeit bei EA, wo wir auch so von allen Angestellten immer gesagt haben, so, du siehst so bei der Personalpolitik, immer mehr Leute direkt vom Studium kamen und immer weniger Quereinsteiger und Gamer wurden eingestellt. Also Leute, ganz am Anfang bei EA waren nur Leute, die jetzt nicht direkt von der Uni kamen und, keine Ahnung, Betriebswissenschaften studiert hatten, sondern Leute, die Bock auf Spielen hatten und irgendwie hatten schon einen anderen Beruf und sind quer eingestiegen und haben halt ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das fehlt den großen Publishern und das haben halt die Indies. Monolog zu Ende. Ja, das ist ja auch richtig. Also wir könnten halt generell ja auch irgendwann, ich mach mal die Liste auf 6, dass wir auch einfach mal wirklich so vielleicht über Indies reden, weil es gibt halt einfach, sie trauen sich ja auch sehr viele Dinge einfach in die Studios, die halt die Großen nicht machen. Assassin's Creed hat sich irgendwie vor, keine Ahnung, 5 Jahren einmal weiterentwickelt in einer Richtung, die mir persönlich nicht gefällt und vielen Fan, glaube ich, auch nicht. Aber die Dinger verdienen ohne Ende Geld, weil die Leute es einfach sowieso kaufen und so. Und die Welten werden aber immer beschissener. Nicht, weil die Sachen schlecht produziert sind unbedingt, aber es ist einfach zu groß. Ich spiele gerade wieder Far Cry 6. Ey, diese Welt ist so groß und leer und tot und langweilig und alles ist irgendwie auf hip und dumm und keine Ahnung. Valhalla, das war ein nettes Spiel, die ersten 60 Stunden meinetwegen. Und dann ging es aber nochmal 60 Stunden weiter und dann waren die Etten für mich persönlich alle scheiße. So, und da fragst du dich so, was ist los mit uns? Aber es wird immer so weitergehen. Solche Games aber wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ich glaube The Legend of Opadin zum Beispiel, ist ja dieses schwarz-weiß gezeichnete. Und diese ganzen, aber ganz viele andere Stile, die du so vielleicht gar nicht kennst oder noch nie gesehen hast, kommen von Indie-Studios. Das können sich die Großen gar nicht erlauben, weil da wird irgendjemand vielleicht dann in der Bilanz am Ende sehen, oh, das hat jetzt ja aber nicht 3,5 Millionen gemacht am ersten Tag. Boah, da müssen wir jetzt Leute entlassen. Und ja, die Branche ist halt damit komplett festgefahren. Gerade die ganz Großen, wo es nur noch um Money, Money, Money geht bei ganz vielen. Nicht bei allen. Ich würde tatsächlich, klar, es geht bei allen im Endeffekt nur um Geld, logisch. Aber zum Beispiel CD Projekt würde ich da noch so ganz, ganz vorsichtig rausziehen, ganz bisschen nur, weil sie zumindest mit Cyberpunk was Neues probiert haben. Sind zwar am Anfang glorreich gescheitert, aber es ist trotzdem ein gutes Spiel im Endeffekt. Aber so Rockstar zum Beispiel sehe ich nur auf Dollarzeichen. So, das ist, da geht es nur noch um Geld. Damals war das, wurde die angebetet mit so kleinen Altaren, weil, oh, Red Dead, Und jetzt geht es aber nur noch um die Knete und, Red Dead Online zum Beispiel fand ich persönlich, war diese Woche auch mal wieder ein Thema, fand ich persönlich toll, habe ich damals gerne gespielt, aber es war auch nur darauf aus, dich zu gängeln und dir irgendwie möglichst viel Spielzeit abzuknappen und sie haben es dann irgendwann wo gemerkt, das ist ja gar nicht so wie GTA Online, da werden wir ja gar nicht reich mit, ja, dann lass das doch mal ein bisschen droppen und die Community hat immer gesagt, Leute, wir mögen das Spiel online, gebt uns Inhalte und das letzte ist, glaube ich, schon wieder, keine Ahnung, fast ein Jahr her gefühlt. Und ja, keine Ahnung, es ist halt echt sad und ja. Warte mal. Mach ruhig. Damit ich nicht immer so ins Mikro schmatze. Also eins muss man ja sagen, also es gibt ja so diesen Trend, finde ich, wenn du siehst, dass ein Publisher an die Börse geht, dann kannst du dich eigentlich davon verabschieden, dass der Publisher weiterhin Spiele machen wird für den Spieler. Weil dafür müssen Leute in entscheidenden Positionen sein, die sagen, ey, wir verdienen trotzdem Geld damit und die Aktionäre werden trotzdem glücklich, weil der Umsatz passt. Weil in dem Moment, finde ich, wenn eine Firma an der Börse ist, dann geht es nicht mehr um die Prios der Spieler, sondern es geht nur noch um die Prios der Aktionäre. Und guck dir doch die ganzen Großen an. Guck dir, die alle mal angefangen haben mit wirklich großartigen Spielen. Wenn ich Bethesda nehme, Fallout, Skyrim, die alle, Skyrim hat ewig gedauert. Das letzte Skyrim, wie lange ist es jetzt her? 8, 9 Jahre, glaube ich, dass Skyrim kam und es kommt nichts mehr an. Du kannst darauf an, ich sage jetzt schon voraus, wir werden kein großartiges, sondern so ein großartiges Singleplayer-Spiel von Bethesda kriegen. Ich glaube nicht an Starfield. Ich glaube, Starfield wird eine riesige Enttäuschung. Dann, wenn wir über Blizzard müssen wir gar nicht mehr reden. Wen haben wir da noch? Ja, was du gesagt hast, Rockstar, genau dieselbe Geschichte. All die mal die großen Singleplayer-Erlebnisse gemacht haben, für mich bleibt eigentlich nur noch einer über. Und du hast ihn eben schon erwähnt, das ist Santa Monica Studios mit God of War. Da bin ich verdammt gespannt drauf. Wir haben jetzt ja auch seit letzter Woche endlich ein Release-Datum zu God of War. Also die haben ja ein Erbe, was sie antreten müssen. Der letzte Teil war ja der absolute Hammer. Und das beste Beispiel für fantastische Singleplayer-Spiele, ne?
Ja, wobei tatsächlich muss man da, das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen wie ein Sony-Fanboy, aber es sind sehr viele Sony-Titel auch, wo ich generell, oder nicht Titel, aber die Studios, wo ich sage, okay, die geben sich zumindest Mühe. Ich bin gespannt, weil Sony jetzt ja mit Bungie und Heaven ja auch ein bisschen in diese Multiplayer-Live-Spla-Richtung will, bin ich auch gespannt. Hattest du das mitbekommen mit Sony, dass sie jetzt ja endgültig Heaven akquiriert haben? Den Entwickler, den großartigen und seine ganzen Top-Spiele, die wir alle kennen. Alle. Alle. Nee, aber das ist zum Beispiel auch ein Interesse. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant, weil es halt in die andere Richtung geht. Und Microsoft hat zum Beispiel ja, ich meine, Bethesda und so, das ist ja Activision, Blizzard, bla. Das ist ja alles, das sind ja große Studios, Publisher, Firmen mit großen Titeln. Und ich finde es witzig, dass Sony jetzt einfach dann endgültig Heaven akquiriert hat als festes Studio. Für die Leute, die Heaven nicht kennen. So geht es uns auch, weil die haben noch nicht ein einziges Spiel auf den Markt gebracht. Fragt man sich, was soll das? Ich glaube, Sony hängt sich da auch sehr an den Namen Jade Raymond auf. Du Ja, kennst Jade Jade Raymond, Raymond? Assassin's Creed, Jade Raymond. Oh, es gibt einen Spieleentwickler, der absolut fantastisch aussieht. Jade Raymond, die ich in der EA Sports Bar mal angebaggert habe und mir so eine Abfuhr einkassiert habe, dass ich mich die nächsten 3 Jahre komplett geschämt habe und mich in der Öffentlichkeit nicht mehr sehen lassen konnte, weil ich komplett rot angelaufen war. Ja, aber das finde ich halt so witzig, vor allem, ich hatte da mit Robert darüber gesprochen. Ich muss ja nicht sagen, irgendein Kollegen, weil ihr kennt Robert. Und das ist halt so witzig, sie hat halt einfach nach Assassin's, also nach ihrer Ubisoft-Zeit, sie war ja Assassin's Creed 1, war Genau. sie ja Producer oder Producer. Co-Producer, dann bei 2 war sie dann ja Zuständige, war nochmal für Watch Dogs und für Splinter Cell Blacklist. Und So. bevor sie Producer war, war sie Programmiererin an EverQuest. Ja, und danach Luft. Alles, was sie gemacht hat oder wo sie war, war halt nett, aber da ist auch nichts mehr bei rumgekommen an Spielen. Zuletzt, sie war ja bei EA dann wieder noch danach, dann war sie ja, glaube ich, bei Google Stadia und hat ein Projekt gearbeitet und ist gegangen. Und dann hat sie jetzt halt, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr dann ihr eigenes Studio gemacht mit Heaven. Ja, und das gehört jetzt mir. Ich bin echt sehr gespannt, was das wird. Also. Ich weiß nicht, nichts gegen Jade Raymond, aber es gibt halt, ich weiß nicht, ob sie eine von denen ist, aber es gibt so ein paar Namen in der Spielebranche, die irgendwann mal an einem großartigen Spiel gearbeitet haben. Das Blöde an so Studios ist ja immer, du weißt nicht, waren die jetzt die treibende Kraft an dem Spiel? Aber es gibt so ein paar Namen, die partizipieren an der Größe eines Spiels, an dem sie mal gearbeitet haben. Und davon leben sie dann die nächsten 20 Jahre in der Branche und gehen immer so alle Firmen durch und Großartiges kommt nichts mehr. Und nach so 10, 20 Jahren weiß man dann, okay, der war wohl nicht. Es gibt es in Deutschland auch. Es gibt in Deutschland zum Beispiel die an Siedler gearbeitet haben. In der deutschen Entwicklerlandschaft hat, glaube ich, die Hälfte aller Entwickler mal an Siedler gearbeitet. Jan, wir haben die halbe Stunde gleich voll. Hast du noch was oder? Ein Thema würde mich tatsächlich mal, wir reden ja auch heute ein bisschen so out of the Woche. Go for it. Was sagst du eigentlich zum, das würde mich vielleicht mal auch privat interessieren, wir können darüber ja auch hier reden, ist ja quasi ein kleiner Club hier. Was sagst du eigentlich zu dem Grafikstil von dem neuen alten Monkey Island? Es Oh, ist, das ist jetzt ein gefährliches Thema. nee, es ist kein gefährliches, es ist für mich ein schwieriges Thema, weil ich wirklich immer noch nicht weiß, ob ich es spielen will oder nicht. Weil mir hängt immer noch das Remake von Return to Monkey Island drin, wo man umschalten konnte zwischen der neuen und der alten Grafik. Fand ich alles ganz geil, aber hab gemerkt, das Point and Click ist so ein Genre, was mir so nichts mehr gibt. Das war ja in einer Zeit, wo so Stories und so, wo Grafik alles noch nicht so geil war, also musste es das die große Zeit der Point-and-Click-Adventures. Und es hat halt einen Grund, warum es nicht mehr so viele Point-and-Click-Adventures gibt, weil ich weiß nicht. Und deswegen, ich habe da immer nur okay. Ich finde es eigentlich tendenziell immer gut, wenn was Neues ausprobiert wird und nicht immer der permanente Fanservice gefahren wird. Aber ich muss sagen, ich habe da so eine Nullmeinung zu. Du meinst also Point and Click bei dir nicht mehr? Genau. Genau. Ja, also Ist ja fast so schlimm. ich würde sagen, Go, ich würde sag. ja gerne sagen, es ist spät, aber es ist früh. Es ist früh. Es ist ja, aber immer gefrühstückt, Mann. Nee, was ich halt schade finde, ist einfach, ich hasse Menschen. Eine bestimmte Art Mensch, nämlich dieser Wutmensch, der einfach komplett über die Stränge schlägt, so weil die haben, jetzt wäre ich gleich gesteinigt wahrscheinlich. Ist das Ron Gilbert? Ron Gilbert, ja. Richtig. Keiner Ja. steinigt dich. Die, yes, Glück gehabt. Boah, Gaming-Wissen. Oh. Der hat das Spiel quasi, oder also mit seinem Team, jetzt haben sie sich erdacht und haben gesagt, hey,
Wir wollen diesen Grafikstil. Den kann man mögen, den kann man auch nicht mögen. Man muss aber akzeptieren, dass das deren Entscheidung war. Und sie sagen, wir wollen das Spiel so darstellen. Dass dann aber Leute nicht nur im Internet wieder natürlich ausrasten und komplett über die Stränge schlagen, sondern es Morddrohungen gibt gegen Ron Gilbert und seine Familie und sowas. Was ist los mit den Leuten? So, was soll, was? Dann findet das Spiel scheiße und kaufst du nicht, machst als stille Art Protest, keine Ahnung, whatever. Aber wieso sowas? Ich verstehe das nicht. Solche Leute, ne? Ah. Wut. Hass. Weißt du, Jan, das musst du so sehen. Auf der einen Seite ist es echt schlimm, dass es sowas gibt. Auf der anderen Seite ist es total toll, dass es sowas gibt, weil es so viel unterschiedliche Menschen gibt und so viele durchgedrehte Freaks. Da hat man immer was zu gucken. Ich rede jetzt nicht über die ganz durchgedrehten Freaks, die gefährlich sind für andere. Das ist natürlich zu verurteilen. Aber weißt du, so diese Variation an unterschiedlichen durchgedrehten Leuten ist doch toll. Ne? Magst du das nicht auch, wenn man am Wochenende mit Freunden abends los, tolles Wetter, man setzt sich draußen hin und gafft nur die Leute an? Wäre das nicht so, wäre das stinklangweilig. Ey, ich wohne in Hamburg. Ich auch! Also, so, und ich meine, auch andere Großstädte, zum Beispiel die Berliner, können da auch mitreden. Da musst du nur abends generell mal rumlaufen. Entweder Randgebiete oder du gehst auf die Schanze, was du da siehst, das ist besser als jeder Kinofilm. Genau, und ich finde, da lernt man, also wenn man das muss man halt irgendwann akzeptieren. Natürlich muss man nie akzeptieren, und ich sag's nochmal, wenn Leute jemanden eine Morddrohung oder Menschen generell bedrohen, das ist krank, das ist nicht, nee, das ist auch nichts, wo sagen, oh, das ist ein Drama, das ziehe ich mir jetzt mal gerne rein. Nee, das ist übel. Aber ich weiß, was du meinst. Also es gibt so ein paar Leute in der Gaming-Szene, Gamer an sich sind ja sehr, wir sind ja alle so ein bisschen kleine Captain Obvious und super Klugscheißer, das sind wir ja alle so ein bisschen. Aber dieses Segment, dass Leute dann wirklich das hochgradig persönlich nehmen und anderen Schmerzen zufügen wollen wegen einem Computerspiel, Alter, keine Ahnung. Ja, sowas meinst du. Wollen wir jetzt noch die letzten 2-3 Minuten einmal unser persönliches Outro machen, weil du hast jetzt ja deinen verdienten Urlaub. Bart Brudi hat Urlaub. Ja, ich habe Urlaub. Und Jan, was passiert in den 3 Wochen? Willst du, Jan hatte nämlich so ein paar Ideen. Jan kann 3 Wochen ganz schwer verknusen. Ganz schwer verknusen. Ich hatte unendlich viele Ideen, also wieder 5 ungefähr. Und ich finde es schön, wenn man thematisch so einen Kreis sieht. Du wirst mir fehlen tatsächlich. Natürlich wirst du mir fehlen. Arbeitstechnisch und menschlich. Und ich weiß noch nicht genau, ich würde mit René gerne Dinge machen. Robert ist garantiert auch dabei. Ich muss mit René aber mal sprechen. Review-mäßig sind wir so ein bisschen auf Grund gelaufen aktuell, weil so ändert sich jetzt aber die nächste Woche, wenn du wieder da bist und ich dann bald weg bin. Ich glaube, zum nächsten, was erscheint im August, bist du ja, glaube ich, dann auch schon wieder da. Davor ist aber theoretisch, und ich muss jetzt leider sagen theoretisch, weil wir sind noch nicht so weit in der Planung, eine Review zu Stray. Und also das klassische Spiel hatten wir euch ja auch schon seit Monaten versprochen. Eventuell testet das auch schon jemand, und wir müssen aber mal gucken, wie wir es machen, weil der U ist nicht da. Ich schon. Und mal gucken. Vielleicht hat René Lust, vielleicht kriegen wir René dazu, wenn ihr das wollt, dass René das, dass sowas machen will. Ach, mach ich nicht. Das sowas tue ich nicht. So der Plan. Und vielleicht kriegen wir auch eine kleine abgespeckte Variante von Games Weekly mal hin, damit unsere treuen Zuschauer nicht auf dem Trockenen sitzen und 2-3 Wochen jetzt warten müssen. Mal schauen. Aber verlasst euch nicht drauf. Es kann immer was dazwischen kommen, weil der René macht das nämlich wirklich noch freiwilliger und neben als Jan und ich das machen. Ne? Weil René ist ja auch nicht bei uns angestellt. Der ist alles ganz, ganz komisch. René ist einfach ein total guter, dass er das für uns, dass er manchmal dabei ist. Aber der ist halt auch sehr busy, yes. Der René, weil er so gut ist. Yes, darum muss man sowas früh klären. Ich bin aber dran. Mal schauen. Ja, ansonsten, ich hab ja heute mein Motto-T-Shirt an. It's over. Also auf die. Und zwar für alle Lebens. Das Motto. Ja, genau. It's over. It's over. Ja, auf jeden Fall, wenn es um die Geschichte geht, hier auf diesem Kanal werden wir uns dann ja nicht mehr sehen. Ne? Also, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Ihr könnt ja, ne, ich weiß gar nicht, wie das ist, ne? Wie die Entscheider entschieden haben. Weil diese Games Weekly darf ja noch hier, also wir sehen es hier bei Computerbild, so sind wir noch. Aber in Zukunft wollen wir ja niemanden mehr erschrecken. Ne? Also, wir wollen nicht, dass sich hier jemand auf dem Kanal einen Fernsehtest anguckt und dann ist der Fernsehtest vorbei und auf einmal BÄM! Kommt Games Weekly oder ein Review. Oh Gott, die Leute, die sind dann so, das macht die so fettig,
da haben sich die wichtigen Menschen bei uns, die auch Bescheid wissen, weil die verdienen wesentlich mehr Geld als ich. Und das ist ja schon im Namen. Wer mehr verdient, der hat das verdient, weil er besser ist. Das ist wie mit dem lieben Gott. Da kann man, die Wege des Herrn sind unergründbar und ich kann das nicht nachvollziehen. Aber ich freue mich auf unseren kleinen, schönen Kanal, wo wir dann sind. Ne? Du doch auch, Jan. Unser gallisches Dorf. Und da werden wir dann, Leute, ist doch auch schön. Dann werden wir in Zukunft mal sagen, juhu, die letzte Folge hat wieder 1000 Aufrufe geschafft. Ist doch auch schön. Man muss auch mal wieder ganz unten anfangen. Man muss aber auch fairerweise sagen, falls die Leute, die nur Games Weekly gucken, guckt euch ruhig mal diese eben noch angepriesenen Fernsehertests von Christoph de Löw an. Das hat was Meditatives und der Mann hat wirklich Ahnung. Also wenn ihr was überlegt, euch mal einen Fernseher vielleicht zu holen oder sowas. Und ihr wisst aber nicht genau, was denken. Und wir haben ein Video dazu mit Christoph. Gucken. Der Mann, danach wisst ihr mehr über Fernseher als gefühlt jeder andere außer Christoph. Christoph ist der direkte Vorgesetzte vom Jan. Aber der Jan hat recht, der Christoph de Löw, um mal den ganzen Namen hier zu sagen, ist die, Entschuldigung, fucking Kompetenz, wenn es um Fernseher geht. Er hat manchmal, ein kleines Problem, das haben wir alle irgendwo, aber keiner macht es so weg wie der Christoph durch seine, der Mann atmet halt Kompetenz aus. Aber hey, das ist jetzt hier kein Lobgesang auf die Kollegen, das will ja auch keiner hören. Jan, wir sind... Der guckt das eh nicht. Eben. Von daher ist es egal. Alles klar. Ja, es war mir ein Fest. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle quasi in den Urlaub. Halt. Udet, einen schönen Urlaub. Du hast es dir verdient. Halt die Stellung. Bis dann. Tschüssi. Mari. Ach, wie schön. So vor dem Urlaub hat es da noch eine Folge gegeben. Gut, nicht diese Folge, weil diese Folge wird nicht so wie die letzte Folge, Leute. Irgendwie jetzt kurz vor 5000 Aufrufen, wie die Good Old Times. Aber das war doch das Thema, oder? Die Polium... Polio, diese Konsole, gepaart mit Teabagging, das war ja ein Rezept für Gewinn, oder? Hat ja auch einige von euch gewaltig getriggert, die Konsole. Witzig fand ich auch, wie jemand meint, ja, da hat jemand Teabagging nicht verstanden. Ich weiß gar nicht, auf was er sich bezogen hat. Also auf Teabagging, auf meine komische Anmoderation mit, ja, hier ist Tee und ein Bag und Tee. Egal, vielleicht schaut der gute Mann ja auch hier im Outro zu und kann mir erklären, was ich am Teabaggen eigentlich nicht richtig verstanden habe. Ansonsten, ja, Stadia war letzte Woche auch drin, hat mich extrem gefreut in den Kommentaren, dass so einige von euch drauf angesprungen sind. Ja, Cracker, ja, Gelübde gebrochen, ich weiß es. Und ich hab's halt gut, das Stadia, ich hab immer noch das alte Logo mit dem Jingle, Stadia. Oh, ich sag's echt gerne, Stadia. Ja, aber mein Gott, Running Gags ist immer so eine Sache. Wir haben ja denn das eine Running Ding hier sowieso in Games Weekly und das ist, wie ich anfange und wie ich aufhöre. Das ist immer derselbe Schmuh und ich frage mich jedes Mal wieder, sollte ich nicht mal was anderes machen? So immer dasselbe ist doch irgendwie auch doof, aber... Egal. Im Grunde genommen ist es ja so, wenn man sich mal so die ganzen Formate anschaut, ich meine, was heißt die ganzen, so super viele gibt es ja in diesem Stil nicht. Es gibt dann halt die GameStar, die halt jeden Tag sowas machen. Und wenn ich natürlich orientiert man sich auch immer sowas, aber wenn ich mal rumgucke, dann denke ich auch so, naja, unsere Formate sind schon so ein bisschen ähnlich. Wobei, jetzt von der Themenauswahl ist es hier, was mache ich natürlich was ganz anderes, weil ich nicht sage, okay, das sind die Must, da muss jeder drüber berichten. Nee, mache ich nicht, sondern ich suche Sachen aus, die mir persönlich gefallen. Aber das wisst ihr ja alles. Aber was ich sagen wollte, ist, ich fand es halt immer so, weil Thumbnail-Design ist halt ähnlich. Es ist immer so ein paar Bildchen mit irgendeiner Hackfresse drauf. In meinem Fall ist es einfach, das bin immer ich. Aber bei den Kollegen von der GameStar ist es dann mal der Obermeier oder die, oh, jetzt habe ich den Namen von der Moderatorin vergessen. Ist ja auch egal. Darüber wollen wir gar nicht reden. Reden wir doch einfach mal darüber, was ich eigentlich sagen wollte, wie gut die letzte Folge gelaufen ist, wie geil aktiv ihr in den Kommentaren wart. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es diese Woche in den Kommentaren ist, weil themenmäßig habe ich halt mal so ein bisschen... Gut, ich habe zwei Spiele dabei und das eine, ihr habt es ja gesehen bis zu dieser Stelle, da kam ich einfach nicht dran vorbei und dieser Altherrenhumor, ich denke mal, das wird auf YouTube nicht funktionieren, das immer schön zusammen abspritzen. Aber naja, ich dachte mir, ich mach's mal, wird ein Riesenspaß, weil gerade, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, dann sind wir ja eh eine kleine, aber feine Gemeinschaft, ne? Also bleibt halt abzuwarten. Ich hatte es ja im Talk schon so ein bisschen erwähnt, warum das alles so ist, ne? Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ist im Grunde genommen genauso, wie ich es gesagt habe, Leute. Ich bin am Ende des Tages auch nur ein ganz, ganz kleines Licht, ne? Und es gibt halt noch Leute über mir, die ihr alle gar nicht seht. Die haben halt auch eine Agenda. Und dann wurden halt Dinge beschlossen und
ja, dann ist es halt so. Dann macht man das halt mit. Ich bin halt auch jemand, das müsst ihr dann leider auch wissen, ich bin nicht der Typ, der dann, wo alle drauf waren, ja, oder was möchtest du denn jetzt als nächstes machen? Nee, so ist es nicht. Also dieses Games Weekly, dieses kleine Schätzchen, was wir hier haben, also ich und ihr zusammen, also ganz speziell ihr, hier die ganze Outro-Community, das ist halt ein kleines, zerbrechliches Pflänzlein. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn wir da halt zu sehr auf dem Radar auftauchen, wer weiß, was dann passiert. So wie es jetzt geschehen ist, jetzt rutschen wir halt mal zurück auf den alten. Also im Grunde genommen gehen wir dahin, wo alles mal angefangen hat. Ja, weil auf Games Weekly, das war der alte CBS Gaming Pro Kanal, da haben wir vor 8 Jahren uns mal Gedanken gemacht, wie liegt's los. Und jetzt wurde halt entschlossen, da gehen wir hin zurück. Und naja, mal schauen, vielleicht ist es ja auch so, dass wenn es dann da nicht funktioniert, wir irgendwann dann wieder zurück auf den Computerweltkanal gehen, um dann die Leute da wieder zu erschrecken, wenn die sich irgendwas angucken. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Ich werde den Kram auf jeden Fall, solange ihr das guckt, mache ich das weiter, weil mir macht es Spaß. Und am Ende des Tages ist es mir völlig Wumpe, wo das ist. Ob es auf dem Kanal mit 170.000 Abonnenten ist, ob es auf dem Kanal mit 7.000 Abonnenten ist, ob es auf dem Kanal mit 700 Abonnenten ist. Und wenn alle Stricke reißen, kann ich es demnächst auf meinem eigenen Kanal machen. Da habe ich jetzt, was habe ich, glaube ich, 250 Abonnenten. Interessiert mich nicht. Was mich interessiert, ist am Ende des Tages das, was wir in den Kommentaren, das Feedback, was ich von euch kriege, weil das ist am Ende der Nacht, ist es das, wofür ich das mache, weil, ne, für die geilen Typen da draußen, die sich das hier reinziehen. Ja, das ist so ein bisschen, ich hoffe, ich habe damit so alle Fragen, die da aufgetaucht sind, was, wie, warum und Entschuldigung an dieser Stelle nochmal für dieses dramatische, naja, war jetzt die letzte Folge hier auf dem Kanal. Musste ich mal. Ich meine, ne, die Chance lässt man sich doch nicht, wenn man sowas sagen kann, ne, und dann so verarscht. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht über. Ihr nehmt es mir nicht über. Naja, jedenfalls, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen aufgedreht, ne, und dieses It's Over ist jetzt wirklich nur bezogen auf hier den Kanal. Und wer weiß, auf diesem Kanal wird ja vielleicht diese Woche noch was passieren. Oder nächste Woche. Müssen wir mal gucken, wie der René, wie busy der ist und was Jan zu tun hat. Aber Jan hat auf jeden Fall Bock, das kann ich ja schon mal versprechen. Jan hat Bock, aber Jan ist im Schneiden. Naja, ich will nicht sagen, Jan kann nicht schneiden. Jan kann schneiden, aber Jan hat ja noch einen anderen Job, den er auch noch machen muss. Und wenn er den ganzen Kram dann noch schneiden, hochladen, das wäre too much. Und so sehr finde ich das jetzt nicht so toll hier, dass ich in meinem Urlaub noch was schneide. Nee, tut mir leid, Leute. Deswegen, in 3 Wochen sehen wir uns hoffentlich wieder hier an dieser Stelle. Also in 3 Wochen an einem Freitag, nee, 4 Wochen an einem Freitag. Nächste Woche Freitag bin ich 1 Woche weg, 2 Wochen weg, 3 Wochen weg. Also in 4 Wochen. In 4 Wochen hier an dieser Stelle. Ich bin gespannt, was in der Zwischenzeit passiert. Ich hoffe, die letzte Folge vor der Sommerpause kann euch ein bisschen die Zeit vertreiben. Für die 3 Wochen. Vergesst uns nicht. Wir sehen uns hier an der Stelle wieder im August. Bis dahin, schönen Tag, schönes Leben und tschüss.